Ja, Freunde, und damit herzlich willkommen zum neuen Spielchen. Wir spielen Zombie. Als allererstes, glaube ich, muss ich hier ein klein wenig den Sound leiser drehen. Volume. Stellen wir mal auf 65%, soll genügen. So. Ansonsten Grafik und so weiter passt alles. Ich habe ja schon mal reingezockt. Und wir spielen Zombie von Ubisoft, das bekannt ist von der Wii U. Da hieß es Zombie U. Und das ist jetzt quasi eine Neuauflage, die auch besser sein soll als das, was auf der Wii U zu spielen war. Ich persönlich kenne es von der Wii U nicht. Ich kenne nur das hier. Und ich würde sagen, wir starten dann einfach mal rein. Hier, ich habe schon mal ein halbes Stündchen gespielt. Das löschen wir jetzt aber. Und wir fangen an im Standard Chicken. Ich weiß nicht, ich würde es mir von Newbie Survival as it should be. Na wenn, dann wollen wir überleben wie Männer. So, das ganze Spiel ist in Englisch. The alchemy of wealth from air will bring a second blight upon mankind. This fog of death will cloak the land, and those men who are not prepared will succumb to its foul clutches. For God shows no mercy on those who heed not his words. Thus will the end come, and the world, made unworthy in his eyes, will be purified by black angels, so that he may begin anew. Yes, you. I've got eyes on you. Follow my voice. In the tube. Don't just stand there gulping. Hurry! Tja, wir fangen an zu moven. Wow. So, wir sind im zombieverseuchten London. Oh je. Und versuchen jetzt erstmal den Zombie-Horden zu entkommen. So, man kann hier allmögliches Zeug kann man hier looten. Und ja, besser man. Tür zu. Besser man lootet erst bevor. Besser man schlägt erstmal zu, bevor man lootet. Ich kann gerade nur schubsen. Was ist das denn inner? Attack of the Killer Freaks from Outer Space. You are what you eat. Okay.
Ja. Was natürlich doof ist, ist, dass wir jetzt schon mal eine auf den Dietz bekommen haben. Eher uncool. So, mal schauen, wie lange das was schaffen zu überleben. Fuck. So, schöner Ladescreen. So, wir sollen jetzt einmal zur Workbench und hier das kleine Tablet aufnehmen oder was immer das ist, den Prepper Pad. Da haben wir ein Radar. I call it the Prepper Pad. It's a smart map with radar and a connection back to me, so I can watch over you. And you'll need it. Better sort the lights out. There's a generator in the toilet. See the green light on your smart map? Jo. So, hier ist irgendwie alles total verrammelt. Was, glaube ich, nicht das Schlechteste ist in einer Apokalypse. Nane 79. Oh, Divan Bush. Rush, was immer. So, hier ist ein kleiner Generator. Now you can see what you're doing. Go back to the main room and look at the monitors. So. Ich hoffe, den muss ich nicht nachfüllen. So, das, was ich gerade benutzt habe, das ist so eine Art kleiner Scanner. Da können wir rausfinden, ob irgendwo lootbare Sachen in der Nähe sind oder irgendwelche Objectives, wie das hier zum Beispiel. Oh, da können wir was looten. Und da steht dann auch gleich dabei, wenn ich es mir angucke. Das sieht man jetzt gerade nicht. Ich gehe nochmal ein Stück zurück. Okay, sieht man jetzt gar nicht mehr. Ich glaube, ich habe es außer Sicht verloren. Warte. Nö. Dann gehen wir mal schnell hin zum Looten. Nö. Macht er nicht. Na gut, dann holen wir uns mal ein Mission Briefing. The last person I tried to help went outside without the pad. And look how that ended. But there is something else you can use. That backpack is a Bob. Bug out bag, see? You need it and what's inside. Okay. Also, wir müssen den vorherigen Überlebenden finden und ihm den Rucksack abnehmen. Oh, Keycard. Ich brauche nur eine Keycard. Oder wir gehen hier durch. So, ich denke mal, es ist besser, wenn wir es jetzt zumachen. Nicht, dass wir irgendwann mal noch auf... So, ein Item und eine geöffnete Tür. Eine geöffnete Tür. Das Item nehmen wir uns auf jeden Fall mal mit. Ein paar Bretter. Schon mal gut. Close. Find your perfect car today. Ich glaube nicht, dass ich meine Karre heute noch finde. Nicht in dem Zustand. So, man kann auch irgendwie Essen und Trinken finden. So, ich kann bis jetzt noch nichts looten, nur Push. Slide under. Oder Crossover. Ich gehe mal unten durch. Ein Item. Noch mehr Bretter.
Wie konnte ich denn in mein Inventar? So? Nö. So? Nö. Na gut. Da ist das Inventar wahrscheinlich noch außer Betrieb, sag ich mal. Now might be a good time to try out your radar. Okay. Ah, da hinten blinkt's rot. Sieht man unten auf dem Radar? Jetzt muss ich da nur noch irgendwie hin. Hier gibt's sonst nichts. Okay. Oh. Alles mal durchgescannt. Ja, eigentlich hat er recht. Nein, du sollst. Good going. A nasty business, but it's got to be done. Now check that bulb. As I recall, there's a pistol and ammo you're definitely gonna need. Oh, das ist gut. Ich mag Waffen. Irgendwie hat er so einen Standard-Skinder-Typ. Ah, Tab. So, wir haben eine Pistole. Und Munition. Good work. You've got to keep this place clean if you want to survive. So, was haben wir hier? Oh yeah, noch mehr Munition. Nee, ich möchte die Barrikaden gerne nicht entfernen. Ich würde da gerne die Planken mitnehmen. Geht das irgendwie? Pick up Planks. An die komme ich aber nicht ran, ne? Mist. Ich hasse es, wenn ich sie höre. Ohne Witz. Da ist zu. Kann man sich irgendwie die Hocke begeben? Nee, schade. More than 20 hours awake and your decision making goes to pieces. Don't neglect your sleep. Okay, er meint, ich soll also mal schlafen gehen. Ich bleibe erstmal mit dem Paddel ausgerüstet. Ja, das hier unten, ich hoffe mal, das werden wir uns noch ziemlich sicher herrichten. Ah, jetzt kann man looten. Nichts. So, auch nix. Auch nix. Achso, ich habe mir jetzt schon gescannt. Ich bin da immer zu voreilig. Ich achte da nie drauf, Item ja oder nein. Das ist vielleicht ein bisschen kontraproduktiv für den Anfang. Ich dachte, da stand einer. So, da geht's nach Hause. Tür auf jeden Fall wieder zu. Head back to the main room and take another look at the monitors. Gut, dann schauen wir mal auf die Monitore. Oh. Also upgraden kann man auch, ist cool. So, dann schauen wir mal. They're hooked into CCTV cameras all over London. This one's from a supermarket near you. But the more eyes you have, the better. There's more cameras at that location, so I'll walk you through hacking them. People think CCTV cameras are secure, hardwired to police HQ, but they're wrong. I was a Royal Signals boy in the army. I can teach you a thing or two about secure comms. Okay, also unser Kumpel. Time for your first field trip. Those cameras won't fix themselves, and you need to do a little shopping. Okay. Also unser Kumpel, der war wohl mal bei der Armee und könnte sich in sämtliche Kameras einhacken, die es in London gibt. Und in London gibt es ja so die ein oder andere Kamera. Kann man die kaputt machen? Nee. Von daher nicht schlecht. So, er möchte, dass wir jetzt dann rausgehen und dort
Kameras aktivieren und einkaufen gehen. Aber zuerst müssen wir natürlich eine Runde schlafen und dabei speichern. Guten Morgen. So. Muss ich jetzt hier raus? Nee. Dann gehe ich hier raus. So, ich muss ja dann in dahin. Hier aber die Tür zu, das irritiert mich. Ach, warte mal. Nee, das sind nicht die Dinger. Give me a sec, I'll get those shutters up for you. Warte. Ach, das ist das, okay. Ich mache das Licht aus, denn ich weiß nicht, auf was die Typen hier außen reagieren. Okay. Use one, two, three. Also. Eins, zwei. Nee. Ich bin im Bob. My gear. Backpack, 14 Slots Mission Items. Okay, was ist das hier? Ja, es funktioniert nicht so, wie ich es möchte. Eins, zwei. Caps Lock ist auch nicht an. Naja, egal. Ich mach's einfach mit dem Mausrad. So viele Waffen haben wir noch nicht. Item to loot, negativ. Aber er ist infiziert und ich werde dafür sorgen, dass der nicht mehr aufsteht. Negativ Loot. Ich pinge mal. Dort hinten. Erfasse ich aber nicht. Oh Mann. Hier gibt's nichts. Ist auch nichts. Scannen wir erstmal die Umgebung. Ja, ich bin halt eher so der Typ, ich gehe nicht direkt hier zum Missionspunkt, sondern schaue mich ganz gerne vorher mal um. Da drüben bewegt sich doch was. Ich kann leider nicht reinzoomen. Was haben wir da? Infected. Infected. Infected, Alter. Da unten möchtest du aber auch nicht hin. Hä? Von hier kam ich doch irgendwie, oder? Schaut zumindest so aus. Da geht's noch weiter runter. Nee, 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 du. Ich habe zwar eine Knarre mit, aber der vertraue ich noch nicht so. Oh. Mitnehmen. Tür zu. Den hatten wir. Alter, erschreck mich nicht so. Ich hasse diese Tür. Oh, was ist das denn? Da kann ich jetzt ein bisschen Spaß haben, aber wer weiß, wo die Typen dann überall herkommen. Item Loot positiv. Okay, also darauf kann man wohl hoffentlich vertrauen. Patron, sehr schön. Yeah.
Newspaper. Was möchte mit Newspaper? Das finde ich geil, dass der den Rucksack einfach mal absetzt. Notebook, Newspaper. Sure is one of 400-year-old prophecy. Skills, man kann auch noch skillen, das ist schön. Fein. You'll need a key card to get out. There's bound to be one somewhere at that station. Use your pad's environmental scanner to search the area. Perimeter looks calm, for now. So, hier haben wir was drin zum Looten. Munition, also munitionsmäßig haben wir 16 Schuss plus die 13, die wir drin haben. 29 Schuss. Aber wer weiß, gegen was wir kämpfen müssen. Find Badge Pass. Was wird denn der sein? Kein Loot? Ich mach ihn trotzdem platt. Ich mach trotzdem zu. Aha. Was ist das denn hier? Kann ich nicht nehmen. Der atmet doch noch. Boah. Ich hoffe, der kommt jetzt erstmal nicht raus. Stirb! Okay, scheinen nicht mehr zu kommen. Also sie reagieren auf Licht. Was schon mal uncool ist. Oh, eine Cola. So, aktivieren den Scanner. Kein Loot. Kein Loot. Aber das schaut aus wie so ein Loot-Symbol, oder nicht? Kein Loot. Also Licht auslassen. Tür zu. Oh yeah, die Karte. That's the one. So. Will ich jetzt gerade nicht runter. Jetzt hat mir auch noch was gestochen. Diese Mistviecher. Okay, jetzt kann ich in der Theorie da lang, aber... Ich verkrümel mich jetzt erstmal zurück. Zum Speichern. Eigentlich sind wir hier unten relativ sicher, ne? Also wenn ich das mal so behaupten darf. Ich hoffe es. Sagen wir so. Da ist nichts. Wo bin ich denn hier? Wo muss ich denn zum Bettchen lang? Ich dachte irgendwie... Na doch, da lang. Da und hier ist mein zugenageltes Gut. Also ich glaube, hier drin dürfte ich relativ sicher sein. Obwohl, das ist auch nur Pressholz, ne? Schöne Scheiße. So, wir laden in die Kiste, was wir nicht mehr brauchen. Backpack, wie zum Beispiel zweimal Holz. Ich weiß nicht, was mache ich denn mit der Cola-Dose? Healing Item Small. Consuming this item partially refills your life. Ah, okay, man muss nicht essen und trinken, sondern... Okay. Achso, jetzt verstehe ich es, okay.
High, Small. Ich nehme mal beide mit zur Vorsicht. Aber dann haben wir so wenig Platz, ne? Ich nehme mal das Kleine mit, das Große lassen wir mal hier. So, Backpack. Jetzt pass auf. Das kommt auf die 2. Mein Paddel kann ich aber leider nicht auf die 1 legen. Na egal. So, Freunde. Das war jetzt mal so der erster Eindruck von Zombie. Ab der nächsten Folge geht das für mich auch quasi neulandmäßig los. Hat mich gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, euch freut dieses Spiel auch so. War es eine Ratte? Nee, Dokumente liegen da. Okay, da kommen wir vielleicht bestimmt noch hin. Hoffe, euch macht das Spiel ein bisschen Spaß. Also mir, das, was ich bis jetzt gemacht habe, macht mir Spaß. Und ich bin gespannt, was uns denn in diesem Spiel noch alles erwartet. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall eine gute Nacht. Schöne Träume und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüssi.